Zu welchem Zweck? Wenn euer Gott euch zu uns geführt hat, dann muss unsere Not wirklich groß sein. Nun, ihr habt uns gefunden. Jetzt kann Tempus euch irgendwo anders hinführen. Wo nehmen wir die zwei? Ja, der Sturm des Krieges verdüstert den Himmel meiner Heimat. Mein Volk versammelt sich in einer Zahl größer, als man es seit Generationen gesehen hat. Ein neuer und dennoch alter König hat sich erhoben, um die Stämme gegen 10 Städte zu führen. Schon trägt der erste Schnee des Winters die dunklen Flecken vergossenen Blutes. Ich kann nicht erkennen, was das alles mit uns zu tun hat. Erzählt mir mehr von diesem neuen und alten König. Sagt es frei heraus, was wollt ihr von uns? Nehmen wir mal die Eisen. Versteht doch. Ich habe die Zeichen gesehen. Tempus wird in den kommenden Schlachten keine Seite bevorzugen. Sowohl aus meinem Volk als auch aus den Städten werden unzählige schmachvoll umkommen. Ich habe meinen Geist in die Unterwelt entsandt, um nach Wegen zu suchen, das zu verhindern, was nicht sein darf. Meine Visionen haben mich hierher geführt, um euch zu finden. Ihr seid die Antwort, die ich suche. Ach so, wie können wir helfen? Ihr müsst nach Hengoro kommen, zur großen Methalle, in der die Stämme versammelt sind. Ihr alleine könnt den Krieg zwischen unseren Völkern verhindern. Ja, das Hengoro. Nun gut, wir werden euch begleiten. Obwohl ich sicher bin, dass ihr die Helden meiner Vision seid, fürchte ich, dass ihr noch nicht stark genug für die anstehende Aufgabe seid. Geht und verfeinert eure Fertigkeiten auf dem Feld der Tapferkeit. Wenn ihr stärker geworden seid, kommt hierher zurück und wir reden weiter. Ja, das ist der Weg ins Addon, ins Herz des Winters Addon. Deswegen... genau, Herz des Winters. Wir haben uns bereit erklärt, dem Barbaren Schamanen Yolder bei seinem Versuch, einen Krieg zwischen seinem Volk und 10 Städte zu verhindern, zu helfen. Er scheint jedoch der Meinung zu sein, dass wir der uns bevorstehenden Aufgabe nicht gewachsen sind. Er bat uns zurückzukehren, wenn wir erfahren und stärker sind. Sag was, einverstanden. Das ist also eigentlich eher, wenn wir schon am Ende des Spiels sind. So, gucken wir mal, wie es beim Töpfer aussieht. Vor allem beim Töpfer steht die Tür einfach offen. Unst. Gewiss. Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Ruhig, Freund. Wir werden euch nichts tun. Wir haben nur ein paar Fragen. Fragen? Was für Fragen? Wer seid ihr? Ich bin Unst, der Töpfer. Jedenfalls war ich das. Jetzt will ich nur noch lebend hier rauskommen. Aber wegen der all der schrecklichen Sachen, die im Dorf passieren, fürchte ich mich zu sehr, meinen Laden zu verlassen. Eure Werkstatt, was verkauft ihr denn? Dieser Laden ist mein Zuhause. Ich habe hier getöpfert, aber jetzt scheint das ziemlich sinnlos. Ich habe den Laden zugemacht und meine Sachen gepackt. Sobald der Pass frei ist, gehe ich nach Baldurs Tor im Süden. Ich habe gehört, dass es da schön sein soll. Was könnt ihr mir über die seltsamen Ereignisse auf dem Pass sagen? Seltsame Ereignisse? Ja, Leute verschwinden überall Monster. Sogar das Wetter hat sich gegen uns gewandt. Niemand weiß, warum, nicht einmal Rundel. Nun viel Glück, dann lebt wohl. Also der sagt uns nichts. Ich verstehe, beantwortet einfach ein paar Fragen, dann sind wir schon weg. Was ist das hier? Dieser Laden ist mein Zuhause. Okay, mehr sagt er nicht. Gut. Es soll geschehen. Also ja, rot sind dann wohl wichtige Häuser. Grün sind Kartenübergänge. Und wie gesagt, das sind Läden dann. Also orange. Gelb ist die Taverne und rot sind Questhäuser. Und Leute beklauen will ich jetzt eigentlich weiter nicht. Weiter! Vor allem nicht Tränke, die ich nicht kenne. Hey, da hängen Charakterporträts. Oh, ich kann ranzoomen. Da hängen Charakterporträts an der Wand. Ich kann rauszoomen. Einverstanden. Da ist wieder normal. Es soll geschehen. Ja, scheint so. Sofort. Hast du noch was Besonderes zu sagen? Ja, die Expedition. Erzähl mir was über Kuldaha.
Was wollt ihr über Kulda wissen? Oder vielleicht wollt ihr wissen, was in letzter Zeit in dieser Gegend passiert ist? Jemand hat gesagt, ich soll mit Mirek reden und dann hat noch jemand Kresslack erwähnt. Wisst ihr etwas über die Kreaturen, die das Tal des Schatten bewohnen? Ich habe mal einen dieser großen Würmer, so einen Aaskriecher an der Straße, die zum Tal der Schatten führt, gesehen. Als ein Einwohner der Stadt ihn sah, war er gerade dabei, eine Karawanenwache zu verspeisen, die kurz austreten war, um sich von der Last der Reisenden zu befreien. Muss ein übler Schock für ihn gewesen sein, aber glücklicherweise nicht für sehr lange. Was habt ihr getan? Zusammen mit einigen Männern habe ich das verdammte Vieh mit Pfeilen verjagt. Diese Krieger können einen Mann mit ihren Tentakeln lehmen und dann steht einem ein langsamer, qualvoller Tod bevor, während man hilflos da liegt und zusehen muss, wie sie einen auffressen. Ich habe noch andere Fragen. Das ist alles dasselbe. Ja, gut. In Ordnung. Ja, das können wir. Das Tal des Schatten. Frag doch mal Mirek. Er und sein Bruder Silas unternehmen jedes Jahr eine Pilgerreise. Ich bin Mirek begegnet. Der wäre fast von einer Meute Jedis getötet worden, die das Tal durchstreifte. Ich habe ihm angeboten, ein Erbstück von ihm wiederzufinden. Freund, geht lieber nicht in das Tal des Schatten. Das ist kein Ort für die Lebenden. Ja. Ja. Okay, wo Mirek muss ich noch finden, wo auch immer der abgeblieben ist. So, Stadtbewohner in erster Linie. Amelia und Lisanne. Gewiss. Immer langsam mit Ihnen fern. Ich kümmere mich gleich um euch. Hey, was ist... Ist das irgendein Zauber? Verzeihung. Ha, ich bin überrascht, ein neues Gesicht in Kulada zu sehen. Das ist alles. Ich dachte, dass ich nie wieder einen Gast sehe, so eingestellt wie der Pass ist. Ihr müsst nach etwas Schlimmes suchen, wenn ihr es so mit der Windkälte aufnehmt. Ich möchte etwas essen, wenn die Küche noch geöffnet hat. Ich gehöre zu einer Expedition aus Osthafen. Wir gehen Problem in Kuldahan nach. Ach, ist das so? Nun, da sollten wir alle glücklich sein, dass unsere Fischbeinschnitzel den Nachbarn durch die Schneewehen stapfen, um zu sehen, dass mir das alles in Ordnung ist. Weshalb macht sich Osthafen um uns Sorgen? Wir haben von seltsamen Ereignissen in dieser Gegend gehört. Goblins, Orks und andere Humanoiden scheinen sich in Osthafen zusammen und in Kuldah. Habt ihr irgendeine Ahnung, warum? Nein, nein, das heißt, wir hatten hier vorher immer schon einige Räuber, aber so schlimm wie dieses Jahr war es noch nie, soweit ich mich erinnern kann. Wie das? Nun, ich habe von Räubern, Goblins und so gehört, aber sie vorher nie auf dem Pass gesehen. Leute, Reisende sind verschwunden und niemand weiß wohin. Vieles Seltsames geht vor sich, viele Leute machen sich Sorgen. Ihr solltet mit der Hundin reden. Wenn man nach seinem Bart urteilen kann, muss er so weise wie alt sein. Ihr findet ihn am Fuße des großen Baumes. Das heißt, es ist das zweistöckige Haus nach Süden und Westen. Ich verstehe, kann ich irgendwo etwas zu essen bekommen? Wenn ihr etwas zu essen haben wollt, sagt dieser dreckigen, ziegenbärtigen Schnapsdrossel dabei, also aufhören, die Vorräte wegzutrinken und den Ofen anheizen. Aber am besten schreit ihr, er hat zu tief ins Glas geschaut, um es zu hören, wenn man zivilisiert redet. Vielleicht tue ich das. Ja, das könnte ich. Ich verstehe. Wisst ihr, wo ich ein Zimmer für die Nacht bekommen könnte? Nun, ihr habt Glück und Pech. Wir haben keine Zimmer, aber alt wie in dieser mopsnasige halbe Portion vom Gasthof zum Abendschatten. Leider ein paar Zimmer zu vermieden. Falls euch das interessiert. Aber hofft, dass ihr genug Münzen habt, obwohl ich verzweifle, dass ein Stapel Gold dem kupferklammernden Maulwurf reichen wird. Ihr mögt also keine Halblinge. Es hat nichts damit zu tun, dass er ein Halbling ist. Wenn das so wäre, dann wäre fast die ganz Kuldaha schuldig. Es ist ein Benehmen. Dieser manierlose Ersatz für einen Jutesack kam vor kurzem in den Besitz des Gasthofes. Und es war schon seltsam, wie er das geschafft hat. Wie das? Nun, der vorige Wirt Aidan ist einer von den Leuten, die in letzter Zeit verschwunden sind. Aber von denen ist er der Einzige, der gewusst zu haben scheint, dass er verschwinden wird. Weil er eine Verfügung dagelassen hat und wie der Gasthof gehen sollte, falls man ihn mit einer Schaufel einschläfern müsste. Erzählt weiter. Dann, keinen Tag nachdem er gegangen war, tauchte Alvin auf wie ein Winterwolf aus frisch gefallenem Schnee mit der Verfügung in den Pfoten und macht seinen Laden auf. Einfach so. Also vielleicht war Aidan nur vorausschauend. Viele Leute hinterlassen Testamente. Nun, ich kannte Aidan. Und dieser Narr war schon ein anständiger Kerl, aber er war so stark gelähmt, dass er nicht mal seinen eigenen Namen schreiben konnte. Schon gar keine Verfügung.
Das auch nur, wenn er hätte lesen und schreiben können, konnte er aber nicht. Ach, interessant. Vielleicht frage ich Altwin mal nach der Verfügung. Fürs Erste, wo kann ich hier was zu essen bekommen? Danke, Amelia. Ihr wart sehr hilfreich. Ja, Altwins Besitzerkunde. Amelia, ein Bärmädchen in der Taverne von Kulda, hat uns erzählt, dass der Halbling Altwin den Gasthof zum Abendschatten übernommen hatte, nachdem der frühere Inhaber verschwunden sei. Altwin legte ein Schriftstück vor, aus dem hervorzugehen schien, dass Aidan wusste, dass er den Hof verlassen würde. Doch Amelia zufolge konnte Aidan gar nicht schreiben und außerdem war er gelähmt. Diese Spur sollten wir folgen. Altwin könnte wissen, was dem Vermissten widerfahren ist. Ja, was hat Lisan noch zu sagen? Willkommen, Reisender. Kann ich euch behilflich sein? Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Ich helfe euch, wenn ich kann. Was möchtet ihr wissen? Wer seid ihr? Ich bin Lisan, das Barmädchen. Wenn ich euch behilflich sein kann, braucht ihr es nur zu sagen. Was macht ihr hier, Lisan? Wie ich schon sagte, ich bin ein Barmädchen. Ich helfe dabei, die Kundschaft zu bedienen. Ich serviere Essen und Getränke, unterhalte mich mit den Leuten und höre mir an, was sie zu sagen haben. Man erfährt viel, wenn man sich die Zeit zum Zuhören nimmt. Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört, die ihr mir erzählen könnt? Ich höre Geschichten. Die Leute haben über die Lawine neulich geredet, über das verschwundene Tal, verschwundene Leute, Monster und Arundel. Was sagen sie über die Lawine? Es soll eine schlimme gewesen sein, dass der Pass aus dem Tal ist blockiert und wird es bleiben, bis wer weiß wann. Einige Leute sitzen im Fest und sind gar nicht glücklich darüber. Aber da kann man nichts machen, nur auf das Frühjahr warten und sehen, ob alles frei genug wird, um reisen zu können. Ihr habt ein verwunschenes Tal erwähnt. Was könnt ihr mir davon erzählen? Die meisten Leute nennen es Tal der Schatten. Dort ist es immer dunkel wie in der Dämmerung oder in einer Mondnacht. Aber es gibt Leute, die sagen, dass die Geister der Toten durch das Tal wandeln. Die Leute gehen nicht mehr dorthin. Sie haben Angst davor. Vielleicht sollte jemand etwas dagegen unternehmen. Wer ist dieser Arundel, den ihr erwähnt habt? Arundel, er ist der Weise oder Einsiedler des Ortes. Ich weiß nicht, als was ich ihn bezeichnen soll. Aber die Leute haben viel Respekt vor ihm. Und auf jeden Fall hat er viel Interesse gezeigt an den Dingen, die in letzter Zeit vor sich gehen. Mal hat ihn mehr auf der Straße gesehen, als bei ihm üblich ist. Mehr weiß ich nicht. Ja, ihr sagtet vorhin etwas von verschwundenen Leuten. Ja, Leute sind spurlos verschwunden. Ich erinnere mich, irgendwas gehört zu haben, dass die Frau von jemandem verschollen ist. Er hat seine Sachen gepackt und sein Haus und alles verlassen, um sie zu suchen. Noch einer ist der junge Sohn vom Schmied. Redet mit ihm, wenn euch die Sache interessiert. Ich glaube, ihr sagtet vorhin, die Leute reden über Monster. Sind sie ein Problem hier? Ja, das ist eine üble Sache. Sie scheinen in letzter Zeit auf dem Vormarsch zu sein. Jeden Tag werden mehr Monster in der Umgebung gesehen. Orks, Goblins, ihr wisst schon, die Leute machen sich Sorgen. Lass mich noch etwas anderes fragen. Ich helfe euch, wenn ich kann. Was möchtet ihr wissen? Was könnt ihr mir über die Taverne sagen? Nun, dies ist die beste Taverne in Kulda. Das Essen ist gut, das Bier ist nicht mit Wasser gestreckt und die Bedienung ist freundlich. Lass mich euch noch etwas fragen. Ich würde gern mehr über Kulda erfahren. Ich weiß wirklich nicht, was ich über Kulda sagen soll. Es ist etwas seltsam. So viel kann ich sagen. Das Einzige, was den Ort das Überleben ermöglicht, ist der große Baum mit seiner Wärme. Irgendwie scheint das nicht richtig. Nicht richtig? Was meint ihr damit? Ach, eigentlich gar nichts. Ich bin nur beeindruckt von dem Baum und allem. Habt ihr noch mehr Fragen? Ja, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, im Moment nicht. Lebt wohl. Gut. Dann reden wir noch mit Witkommt, der eine Armbrust in der Hand hat. Warum auch immer. Nun, ihr scheint das... Es scheint, als hätte der Pass noch einen Nachzügler ausgespuckt. Willkommen im Wurzelkeller, Fremder. Mein Name ist Witkomb. Wonach beliebt es euch? Etwas zu trinken oder etwas aus der Küche? Ich suche ein Zimmer für heute Nacht. Ein Zimmer tut mir leid, aber ich kann euch nicht helfen, Freund. Versucht es mal beim Gasthof zum Abendschatten auf der anderen Seite des Dorfes. Der Wirt hat bestimmt Zimmer zu vermieten und wird es... Und er wird sie bestimmt nur gerne vermieten, weil für einige Zeit keine Karawanen mehr über die Pässe ziehen werden. Amelia, eines der Barmädchen, hat gesagt, dass ich euch um etwas zu essen bitten soll. Ha, ich bezweifle sehr, dass sie das so höflich formuliert hat. Sie ist eine ganz schöne Freche. Ihre Zunge könnte Glas schneiden und das wird auch passieren, wenn sie weiter so schwätzt. Aber stört euch nicht daran. Ich kann euch eine Mahlzeit nach eurem Geschmack servieren. Sagt einfach, was ihr möchtet. Euer Barmädchen Lisanne ist ja nett und gesprächig. Ach, habt ihr etwas für sie übrig? Sie ist eine Augenweide, wirklich. Aber für meinen Geschmack
hat sie ein bisschen zu viel winterliche Kälte an sich, Freund. Ich habe schon versucht, sie ein wenig aufzutauen, aber mit diesen Augen könnte sie einen Oger auf Abstand halten. Sie kam vor ein paar Monaten hierher. Sie ist fleißig, also beschwere ich mich nicht. Ja, kann ich eure Speisekarte sehen? Also ja, wir können hier uns einen über die Binde kippen. Fiedelbiegers mysteriöses Gebräu. Komm, trinken wir das mal. Setz lieber keinen Fuß ins Tal der Schatten. Das ist kein Ort für die Lebenden. Und solange sich die Toten nicht in unsere Angelegenheiten mischen, mischen wir uns auch nicht in ihre. Also dasselbe, was uns die Stadt sagen. Wie kann ich helfen? Sagen. In Ordnung. Gut, also können wir hier raus. Und dann würde ich sagen, ist es jetzt mal wieder an der Zeit zu speichern. Also, Spiel speichern. Ich habe das immer als nur als LP gespeichert, oder? Ja. Also, speichern. LP 003. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.